ruhmreiche Heldenquests, ein verwaistes Forum und wo sind all die Spieler hin? Das erfahrt ihr heute in den Ion News. News 1: Heldenquests. Sie sind endlich zurück, unsere geliebten Heldenquests. Mit den Heldenquests haben wir sonst immer sehr viele unterschiedliche Items bekommen mit einem ziemlich hohen Aufwand. Der Aufwand ist fast gleich geblieben. Wir müssen immer noch viele Instanzen laufen. Wir müssen immerhin nicht mehr tausende Mobs irgendwo töten. Aber die Belohnungen sind dafür auch sehr drastisch eingeschränkt worden. Das Einzige, was wir aus den aktuellen Heldenquests bekommen, sind Monster Cubes. Das heißt, die Kubusse, die ihr braucht, um die Platin-Level der einzelnen Boss-Monster aufzuwerten. Insgesamt funktioniert dieses Event 3 Wochen lang und wir können pro Woche 60 Cubes bekommen. Diese sind natürlich auswählbar, das heißt entweder Attack oder Death. Das heißt, man kann 180 Cubes sammeln. Das ist immerhin eine Stufe auf dem Platin-Level. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht, aber viele Leute hatten bei Heldenquests natürlich letzte Woche Dienstag wieder das goldene Dollarzeichen in den Augen. So, oh, man kann wieder für wenig Aufwand oder für wenig Aufwand im Sinne von, wir machen die Sachen ja sowieso, ziemlich gute Sachen rausbekommen. Dabei sind wir leider enttäuscht worden. News 2. Verwaistes Forum. Ja, nachdem Cyan vor gut einem Jahr mittlerweile das Segel gestrichen hat und nur noch ganz wenige Mods übrig geblieben sind, scheint das Forum immer weniger moderiert zu werden, beziehungsweise erhält man im deutschen Forum eigentlich so gut wie gar keine Infos mehr. Grimnir, unser Community Manager, meldet sich sowieso nur mittwochs zum Posten der Serverwartungsankündigung und das auch nur sehr unregelmäßig. Im Allgemeinen wird unser Forum einfach ziemlich wenig beachtet. Es ist schade, da wir eigentlich als deutsche Community mit einer der größten Communities sind, von den Ländern her gesehen, nicht von den Sprachen her. Sehr schade, dass uns Gamewatch da so hinten runterfallen lässt. Genau das Gleiche findet man nämlich auch im Discord. Es gibt für jede Sprachregion einen Manager bzw. einen Verantwortlichen im Discord. Nur für die deutsche Sprache findet sich leider niemand. Sehr schade. Vielleicht ändert sich das ja wieder. Wir hatten ja mal einen richtigen Community Manager, der nur für Deutsch zuständig war. Und das war damals ein wesentlich besseres Gefühl, da wir tatsächlich auch Informationen erhalten haben und nicht immer nur vertröstet wurden. Denn das ist nämlich auch noch ein Thema. Die meisten Infos im Forum sind eigentlich Vertröstungsinfos. Ja, ich werde mich informieren. Ja, ich werde nachfragen. Aber so wirklich irgendwas erfahren, tut man im Forum nicht mehr. Deshalb, falls ihr wirklich nur im Forum seid, euch entgehen Informationen. Ich empfehle tatsächlich wirklich das Discord, auch wenn es eigentlich nicht so in Ordnung ist, dass wir unsere Infos nur noch darüber bekommen. Aber besser als gar nichts ist es auf jeden Fall, denn dort erhält man wirklich Infos, im Gegensatz zum Forum. News 3. Spielerschwund. Und die letzte News beschäftigt sich mit allen Servern tatsächlich. Wenn man sich international einfach mal unterhält, beziehungsweise wenn man sich mal unterhält, wenn man Interserver unterwegs ist, was durch die Heldenquests ja in letzter Zeit wieder öfter passiert, stellt man fest, dass viele Leute das Gleiche aufgefallen ist. Und zwar seit ungefähr 2 Wochen sinken die Spielerzahlen wieder massiv. Der Hype um 7.9, beziehungsweise das Vereinfachen für Rückkehrer und so weiter, lässt anscheinend schon wieder nach. Früher als sonst, normalerweise hält sich ein neuer Patch ja doch durchaus mal 2-3 Monate, bis die Spielerzahlen wieder runtergehen. Tatsächlich ist es nicht nur auf Odin so, sondern es ist wirklich auf allen Servern so. Mittlerweile ist es auch schon so schlimm, dass die Leute in Ragnarök, Asmo-Seite, fast keine Spieler mehr haben, die überhaupt aktiv spielen. Ragnarök ist also der französische Server und dieser ist wohl ziemlich stark unterbevölkert, beziehungsweise ist die Balance zwischen Asmo und Elios dort sehr extrem. Die Asmodier auf Ragnarök haben nicht einmal 200 Leute im AP-Ranking. Gut, das AP-Ranking sagt natürlich nichts über die Spieleranzahl an sich aus, aber es ist durchaus eine kleine Indikator davon, was auf den Servern los ist. Fällt euch das denn auch auf?
dass immer mehr Spieler Ion wieder verlassen? Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ja, und dann bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zusehen für diese Woche. Die News diese Woche waren, ja, nicht sehr aufschlussreich. Anscheinend gibt es auch Wochen in Ion, wo nicht so viel passiert. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für den ganzen Feedback, den ich bekommen habe, da ich in der letzten Folge ja dazu aufgerufen habe, mir Ideen und Feedback zu den Ion News zu geben. Hab mir da auch ein bisschen was zu Herzen genommen, hab zum Beispiel, wie ihr jetzt mitbekommen, ein neues Intro mit reingebracht, da muss noch ein bisschen dran gewerkelt werden, aber Work in Progress ist es auf jeden Fall noch. Ansonsten möchte ich noch was ganz Kleines anspoilern, und zwar wird es ab Mitte Juni eine neue Serie auf meinem Kanal geben, die sich mit Ion speziell für Rückkehrer und Neueinsteiger befasst. Das heißt, falls ihr Ion Interessierte seid, ob Rückkehrer oder Neulinge, die über meine Videos dahin gekommen sind, freut euch auf Mitte Juni, da geht die erste Folge davon online. Ansonsten wünsche ich euch noch wunderschönes Wochenende. Die Tage sind ja jetzt auch endlich wieder schöner. Die Sonne kommt immer mehr raus und die ganzen Inzidenzien gehen so weit zurück, dass wir anscheinend bald wieder ein relativ normales Privatleben führen können. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!